Hallo zusammen, ich bin hier mit Johannes Hartl, Philosoph, Theologe und Musiker. Und genau diese drei Sphären, die versuchen wir heute zusammenzubringen. Wir ziehen Songtexte, entscheiden, sind die für den Schredder oder sollen sie uns ans Herz wachsen? Und du darfst gleich beginnen. Nur die Toten Hosen kommen jetzt. Nur wer immer gleich zum Beichtstuhl rennt, als wäre es ein Wettlauf und dort alle seine Sünden nennt, der handelt einen Freispruch aus. Ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Ich stelle keinen Antrag auf Asyl. Meinetwegen bleibe ich hier. Habe ich früher viel gehört. Ja, wirklich? Toten Hosen. Ja, boah. Also den Text, den würde ich schreddern, weil ich ihn ziemlich banal finde. Ja. Weil ich finde, ich bin eigentlich ein Fan von der Beichte. Mhm. Weil da geht es ja darum, eben nicht einen Freispruch oder Weg so schwierig. Was soll das denn? Also wer mal wirklich mit Schuld konfrontiert war, denkt sich, das ist ja total wunderbar, wenn ich... Das ist kompletter Blödsinn, dieser Text, meines Erachtens. Würde ich auch sagen. Also was ist schwierig daran zu sagen, ich stelle mich meiner Verantwortung, meiner Schuld und mir wird Gnade zugesprochen. Das finde ich was Wunderschönes. Und vor allem, meinetwegen bleibe ich hier. Was soll das denn heißen? Also länger als 70, 80, 90 Jahre bleiben wir sicher nicht hier. Mhm. Also sorry, Campino. Ja, auch vor allen Dingen, das möchte ich doch noch sagen, diese Idealisierung der Einfachheit. Es soll möglichst einfach sein, weil wenn es schwierig ist, dann ist es mir, das ist mir too much, dann will ich es nicht tun. Ja, gut, das ist auch als Punkband der 80er dürfen sie das, aber ja, nein. Aber auch nur als das. Ja. Ich würde sagen, tschüss, tschüss. Jetzt. Klar. Gut, dann nehme ich den nächsten. John Lennon, Imagine. Oh, imagine there is no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us, only sky. Ja. Darf ich gleich dazu was sagen? Ja, unbedingt. Du brennst schon. Toll, wenn man John Lennon ist, sau viel Geld hat und alle Girls, die ihnen zu Füßen liegen und denkt, das geht ewig so weiter. Verdammt schlecht, wenn man etwa zeitgleich ein Opfer der chinesischen Kulturrevolution ist und dann in irgendeinem Arbeitslager verreckt. Dann ist die Vorstellung, dass es keinen Himmel gibt, eine ganz erschreckende. Und ich glaube, die Opfer der Geschichte werden diesen Song nicht gerne mitsingen. Es krankt wieder an ähnlichen Dingen, wie wir zuvor schon hatten. Das wird danach nicht komplett durchdacht. Also ich glaube, gerade Nietzsche war diejenige Person, die darüber durchaus nachgedacht hat und da aber auch in aller Schwere den Gedanken verstanden hat, was es bedeutet, wenn über uns nur Sky und nicht Heaven ist. Ja, das ist musikalisch trotzdem einer der großartigsten und erfolgreichsten Pop-Songs. Wahrscheinlich. Unfassbar schönes Lied, ja. Aber der Text ist echt eigentlich Katastrophe. Jetzt kommt die schwierige Frage, ob man John Lennons Imagine, das zu einer absoluten Hymne geworden ist, schreddern darf. Ich würde sagen, ja. Man muss manchmal auch Ikonen, so vom Thron stürzen sonst. So sorry, John. Ich bin alter Beatles-Fan, ich liebe es eigentlich musikalisch sehr, aber what if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Also ich so als Kind der 90er, habe das ja also rauf und runter überall gehört. Also auch da wieder eine unglaublich schöne Melodie. Ja, das ist super schön. Ich finde das eigentlich einen starken Gedanken. Ich meine, das ist ja das, was wir Christen irgendwie glauben, dass Gott einer von uns wurde. Das gibt es ja auch bei den Griechen und Römern, die Vorstellung, dass die Götter manchmal in Menschengestalt unter uns wandeln. Aber einfach die Vorstellung, es wäre auch christlich, wo Jesus sagt, hey, was ihr irgendeinem anderen Menschen getan habt, habt ihr mir getan. Also es wäre krass, wenn wir einander so behandeln würden, als könnte es potenziell auch Gott sein. Also das wäre sozusagen auch eine Handlungsmaxime. Handle immer so, dass du sozusagen im Angesicht Gottes handeln könntest. Ich glaube, es ist letztendlich ein bisschen eine Überforderung. Aber der Gedanke hat trotzdem was Schönes, dass Gott nicht unbedingt weit weg ist, sondern vielleicht ganz nah. Halten wir. Bob Dylan, Every Grain of Sand. Ach, von Bob Dylan können wir gar nichts schreddern, finde ich. Soll ich es überhaupt vorlesen oder sollen wir es gleich auf die Seite legen? In the fury of the moment, I can see the master's hand in every leaf that trembles, in every grain of sand. Ich habe ihn live gesehen vor ein paar Jahren noch und es war monumental. Wirklich? Hat mich jetzt total beeindruckt. Dann schenke ich dir doch einfach
Diesen Text. Diesen Text. I can see the master's hand. Ja, manchmal kann man das. Und manchmal kann man es nicht. Aber es hat, es ist für mich so dieser wertschätzende oder auch kontemplative Blick im Einfachen, tatsächlich das Heilige auch zu sehen. Deswegen, ich mag den Text. Es gibt ja auch so diese Idee zum Beispiel im Pantheismus, oder dass eigentlich das Göttliche überall drin ist, dass es nicht einfach etwas ist, eben das zum Beispiel über uns wäre, ja, und nirgendwo eingreift oder sowas, sozusagen von uns entfernt, sondern dass es eigentlich überall diese Spuren Gottes gibt. Ja. Und das klingt ja da so ein bisschen an, oder? Genau, da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Das Spannende ist dann, ob das Göttliche nur das ist. Also zum Beispiel Nozer kann man die Frage stellen, ist nicht Gott eigentlich dann eh nur ein anderer Name für das, was ohnehin ist, das Universum? Oder tritt mir, also Master's Hand, tritt mir ein absichtsvolles Du auch gegenüber? Und das kommt in dem Text eben fast wie was Persönliches an. Das finde ich noch stärker. Mhm. Also danke, Bob Dylan. Der lebt immer noch, unglaublich. Your turn. Ach so, okay, dann hast du mir das geschenkt. Ja, du hast es jetzt als Geschenk vom Schweizer Fernsehen Only bekommen. God can judge me von Tupac. Ah. Oh. Ein furchtbarer Text, weil es ein wahnsinnig narzisstischer Text ist. Weil letztendlich müssen wir uns natürlich auch voneinander richten lassen. Also, weil niemand von uns erkennt ja irgendwie Gott vollständig oder so. Und wenn ich sage, mir ist es völlig egal, was Menschen über mich denken, und zwar alle, dann werde ich absolut größenwahnsinnig, würde ich sagen. Aber kann denn, ich meine, man kann ja auch einfach sagen, er sagt, die wahre Verurteilung kann eh erst durch Gott stattfinden. Naja. Ist das nicht richtig, wenn man gläubig ist? Der war ja irgendwie so wahrscheinlich sowas dazwischen, oder? Ein totaler Sünder und dann gleichzeitig ein frommer Mensch. Ja, schon, aber damit kann ich mich ja auch sehr leicht entlassen. Ne? Also zu glauben im Letzten, über meine letzten Herzensmotive und so, kann nur Gott urteilen. In dem Sinne ist es okay. Aber sozusagen, was Menschen über mich sagen, darauf gebe ich grundsätzlich gar nichts. Das finde ich sehr gefährlich. Also dann braucht man nicht versuchen, eine Beziehung zu führen zum Beispiel. Pac-Man für Tupac. Oh Gott, wir schreddern nicht ernsthaft Tupac. Der weigert sich. Die Hälfte. Ah, ich habe schon gedacht, ich wollte ihn gerade retten. So die Hälfte von Tupac. Die Maschine rebelliert. Ja, das macht sie zu Recht. Jetzt bin ich dran. Ne? Bist du eine alte Hip-Hopper? Ja, ich schätze Hip-Hop sehr. Okay. Und gegen Tupac kann man in dem Sinne wirklich nicht sein. Ja. Das ist kanonisch, genau. Ja. Ire dies illa, solve secum in favilla, teste David cum Sibilla. Jetzt bitte übersetzen, ohne Ja gut, das kennt man ja fast schon. Ha? Ja, das stimmt. Der Tag der Rache, des Zorns, der Sünde und so weiter. Wie die Welt in die Asche aufgelöst wird. Gibt es diesen Tag, an dem sozusagen alles sich in diese Flamme auflöst, dieses jüngste Gericht? Ja, momentan glauben wir ja ökologisch an sowas, dass die Welt verbrennen wird. Aber ich finde, in dem Gerichtsgedanken ist was total Wichtiges, nämlich dieses, also ich sehe das immer aus der Perspektive der Entrechteten und der Opfer der Geschichte. Mhm. Also zu glauben, dass es da nie eine Rechenschaft gibt, dass das ins Nichts stürzt, gerade egal, Holocaust oder so, das finde ich einen ganz bedrückenden Gedanken. Und deswegen finde ich den Gerichtsgedanken eigentlich wichtig. Ich habe keine genaue bildhafte Vorstellung, wie ich mir das vorstelle. Aber da steckt schon was drin, nämlich diese Sehnsucht, dass Gerechtigkeit wirklich siegt. Eben für die Opfer der Geschichte, die sozusagen auf der irdischen Welt nicht Gerechtigkeit erfahren können. Welche unglaublich viele sind. Spannend. Deswegen. Also aus mehreren Gründen würde ich das tatsächlich auf gar keinen Fall in den Schredder lassen. Ja, machen wir nicht. Also kein Tag des Gerichts für die ist ihre. Genau, aber darf ich noch nachfragen, hast du sowas wie eine klare Höllenvorstellung? Also ich habe überhaupt keine reale Vorstellung davon, aber ich nehme dieses Gerichtswort einfach ernst. Also mir ist es viel zu zahm zu sagen, am Schluss irgendwie alles schwimmt so ins Nichts. Deswegen. Also, und da deute ich gar nicht nur mit dem Finger auf andere. Also ich glaube auch, ich muss für mein Leben irgendwie Rechenschaft ablegen und so ein bisschen so ein Erzittern zu sagen, hey, man kann sich im Leben auch brutal
verlaufen, man kann sich verirren, das, glaube ich, ist so ein Gebot auch der Demut. Deswegen nehme ich diese Worte ernst jetzt, um deine Frage zu beantworten, ohne dass ich eine genaue Vorstellung habe. Also einfach, dass nicht alles ohne Folgen bleibt, das ist dir sozusagen wichtig. Ja, genau. Genau. Gut, du bist dran. So. Letztes. Okay, ein Klassiker. Jesus Christ, Superstar, do you think you're what they say you are? Tell me what you think about your friends at the top. Who do you think besides yourself's the pick of the crop? Who do was he wear it at? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain or was it just PR? Das ist jetzt ein wilder Ritt. Was, um was geht's da alles? Also es ist aus Jesus Christ Superstar. Und dann heißt es ein bisschen, denkst du, bist du nur einer von den anderen, so wie und Buddha oder Mohammed, können die dir das Wasser reichen? Also auch einmal mehr, ich finde musikalisch Jesus Christ Superstar schon sehr cool. Ja. Und ich finde es interessant, dass ein Höhepunkt dieser Hippie-Bewegung Ende der 60er, die auf einmal alle Jesus irgendwie ganz toll fanden. Mhm. Und musikalisch, auch in meiner Hippie-Zeit, fand ich Jesus Christ Superstar auch mega. Und eigentlich der Text, so diese Frage, okay, was dachte Jesus eigentlich über sich selber? Mhm. Dachte er, er sei irgendwie was Besonderes? Mhm. Schon eine der spannenderen Fragen. Ja, absolut. Ist nicht schlecht. Ist schon kein blöder Text. Also Ich find ihn deshalb besonders interessant, weil sozusagen die Reflexion darüber, was würde Jesus darüber denken, wie was aus seinen Worten gemacht wurde, überhaupt aus dem, was er gedacht hat, wäre er total erstaunt sozusagen, wenn er heute noch mal auf die Welt käme. Wie würde er sozusagen auf sein Werk blicken und würde das total in eine falsche Richtung gelenkt, oder? Ja, total. Es ist auch eigentlich geheimnisvoll, was genau, also diese Frage, die gestellt wird, was Jesus genau auch zu welchem Zeitpunkt von sich dachte und über sich wusste. Da haben Theologen sich den Kopf zerbrochen oder auch hier natürlich ganz heiß die Frage, wie würde er über Buddha oder über Mohammed denken? Mhm. Weil ich finde, der Anspruch von Jesus ist ja schon ein sehr, sehr, sehr heftiger. Wenn er sagt, ich bin der Weg. Also nicht nur, ich weiß was über den Weg oder ich erzähle euch von dem Weg, sondern Wahrheit ich bin der Weg. Wahrheit und Leben noch dazu. Wahrheit und Leben. Ich bin, also nicht nur, ich zeige den Weg. Genau. Also deswegen, ich glaube, wir können da Jesus nicht kleinreden an der Stelle. Er hat schon den Anspruch, der zu sein, der er ist, würde ich ihm jetzt antworten. Und ich würde den Text natürlich nicht schreddern, weil es einfach ein Klassiker ist. Aber eben, ich meine, der kommt natürlich schon in ein Duell mit zum Beispiel Mohammed, der sagt, er sei das Siegel der Propheten, oder? Ja. Und dann Jesus ist sozusagen halt eben nicht Sohn Gottes, sondern einfach einer von den Propheten. Also ja, ich finde es spannend, dass eigentlich, wenn ich es richtig sehe, alle Religionen oder fast alle Religionen haben irgendeine Theorie über Jesus. Mhm. Also da spielt Jesus auch eine Rolle, aber Jesus selber hat halt von sich schon in Anspruch, dass letztendlich alle Flüsse in das Meer münden, das aber er ist. Und das finde ich eine ganz schöne Vorstellung, dass natürlich überall, wo Menschen auf der Suche sind, gibt es Gutes, Wahres und Schönes. Mhm. Also es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, aber ich glaube, wir können Jesus nicht kleinreden, dass er sagt, ich bin einer unter vielen. Das, glaube ich, erlaubt er uns nicht. Mhm. Das mit dem Buddhismus finde ich noch interessant. Also Buddha, der hat natürlich eine ganz andere Funktion sozusagen, aber es gibt ja auch eine ganz starke Tradition im Christentum, die sich mit ganz explizitem Zen-Buddhismus sozusagen so vergeschwistert. Ja. Da hast du auch Erfahrung. Ja, der Zen ist aber weltanschaulich sehr zurückhaltend. Mhm. Also im Buddhismus gibt es ja die vielen Strömungen, auch manche, die sehr explizit religiös sind, auch gerade in der Volksfrömmigkeit. Genau. Und der Zen in der reinen Form sagt ja eigentlich gar nicht, dass er philosophische oder theologische Aussagen macht, es ist eher eine Praxis. Ja. Ja. Und deswegen finde ich schon, dass es da Elemente gibt, die man auch gut rezipieren kann, ohne das ganze weltanschauliche Gebäude des Buddhismus damit auch mitteilen zu müssen. Dann würde ich sagen, wir behalten das. Wir waren heute ziemlich gnädig, haben vieles nicht geschreddert. Vielen Dank. Gerne, Olivia. Hat Spaß gemacht. Gleichfalls. Ja, und wenn ihr noch mehr von Johannes Hartl erfahren wollt, hier drüben gibt es die Sternstunde Religion, wo ich mit ihm über den Sinn des Lebens und die Rolle der Schönheit darin gesprochen habe.